Das ist die Geschichte vom Detektivbüro Frederik. Erzählt von mir, Mario und von... warum habe ich jetzt hier diese Zettel? Was? Vorlesen soll ich? Den Zettel? Was? Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kinder, hier ist die Schildkröte, die ein Feuer entfachen kann, indem sie zwei Eiswürfel aneinander reibt. Sie kann Drehtüren zuschlagen, sie kann nicht viele Liegestütze, sie kann alle. Hier ist Frederik. Dankeschön. Sehr freundlich von Ihnen. Danke. Vielen Dank. Sehr freundlich. Dankeschön. Danke. Wir haben doch keine Zeit. Dankeschön. Dankeschön. Frederik, was ist das denn? Du hast doch gesagt, alles größer und besser. Ja, das ist unser zweiter Fall. Und beim zweiten Fall ist ja alles ein bisschen größer und besser als beim ersten, aber... Sitzt du deshalb nur in Unterhose hier? Hallo! Frederik, die Kinder kriegen nicht mit, dass ich hier nur in Unterhose sitze. Ich krieg das mit. Und das ist kein schöner Anblick, das kann ich euch sagen. Hallo! Können wir aufhören über meine Unterhose? Wir haben hier einen Fall zu lösen. So, wie heißt die heutige Folge? Ich habe da etwas vorbereitet, liebe Kinder. Und zwar habe ich den Namen der Folge hier aufgeschrieben. Und jetzt spiele ich etwas ein. Einen dramatischen Klang. Und danach liest du, Frederik, vor, wie die heutige Folge heißt. Okay, kriegen wir das hin? Ja, ich denke schon. Also, die heutige Folge heißt... Der stinkende Käse. Was? Frederik, hier steht doch nicht der stinkende Käse. Keine Ahnung, was da steht. Du hast so eine Sauklaue, das kann ich gar nicht lesen. Hallo, das... Frederik, ich mach nochmal zurück hier. So. Frederik, ich hab's dir aufge... Jetzt guck auf den Zettel und dann lies das vor. Also, nochmal. Die heutige Folge heißt... Die schimmelnde Bolognese. Was? Das ist... Frederik, hier steht doch nicht die schimmelnde Bolognese. Also, die heutige Folge heißt das weinende Gemälde. Und das steht auch hier. In welcher Sprache? Das ist jetzt auch hier. Also, entschuldigt, liebe Kinder, dass ich... ich glaube, wir fangen jetzt... Wir fangen jetzt besser an. Das ist jetzt auch... Die heutige Geschichte beginnt im Detektivbüro Frederik. Mario und Frederik warten auf ihren nächsten Fall. Es ist ruhig. Im Hintergrund ist nur die Spülmaschine zu hören, was komisch ist, da Mario und Frederik eigentlich keine Spülmaschine besitzen. Soll ich dir einen Witz erzählen? Fragt Frederik und Mario antwortet. Ja, gerne, Frederik. Und Frederik fängt an. Was für Schuhe zieht ein Gummibärchen im Regen an? Was für Schuhe zieht ein Gummibärchen im Regen an? Wiederholt Mario und Frederik sagt. Ja, ganz genau. Was für Schuhe zieht ein Gummibärchen im Regen an? Oh, das,
Keine Ahnung. Was für Schuhe? Na, Gummistiefel. Dankeschön. Dankeschön. Sehr freundlich von Ihnen. Danke. Dankeschön. Sie sind ein sehr gutes Publikum. Darf ich vielleicht auch einen Witz erzählen? Fragt Mario und Frederik antwortet. Nein. Was? Frederik. Frederik, du kannst doch nicht sagen, nein. Hier steht, ja, gerne. Aber deine Witze sind nicht lustig. Natürlich, das wollen wir mal sehen jetzt. Meine Witze sind nicht lustig. Mhm. Ja, okay, also wir machen das nochmal. Du liest jetzt hier, was da steht. Also, darf ich auch einen Witz erzählen? Fragt Mario und Frederik antwortet. Ja, gerne. Also, sitzen zwei Äpfel auf dem Baum und unterhalten sich. Kommt eine Birne vorbei, geflogen, ruft der eine Apfel, hey, Birnen können doch gar nicht fliegen. Da sagt die Birne, ich bin doch die Birne Maya. Wo kommt das Geräusch jetzt her? Hast du das abgespielt, Frederik? Nee, keine Ahnung. Ja, das war jetzt auch. Wir machen mal weiter geht's. Genau in diesem Moment geht die Tür auf und hereinkommt die Tante von Mario, Tante Gertrude, die Mario und Frederik mit ihrer wohlklingenden und angenehmen Stimme begrüßt. Och, Hallöchen! Hier ist die Tante Gertrude! Och, ich muss mich erst mal setzen, sagt Tante Gertrude und steuert genau den Sessel an, auf dem gerade noch Frederik sitzt. Tante Gertrude, besser nicht da, weil... Zu spät. Frederik ist plötzlich nicht mehr da. Er ist begraben unter dem gut genährten Gesäß von Tante Gertrude. Wo ist denn dein Freund, der Friedhelm? Wo ist er denn? Du meinst Frederik? Fragt Mario und Tante Gertrude antwortet. Ja, das Fritzchen! Wo ist er denn? Tante Gertrude, du müsstest einmal aufstehen. Du hast dich gerade auf... Versucht Mario wieder, auf den kleinen Fauxpas aufmerksam zu machen. Tante Gertrude steht auf und da ist Frederik. Er klebt da, wo die Sonne nicht scheint. Mit anderen Worten, er klebt an ihrem Po. Ich hab Dinge gesehen. Frederik ist wieder da und begrüßt Tante Gertrude auf seine ganz eigene Art. Eine Schrägschraube sagt was? Und Tante Gertrude antwortet. Was? Was sagt die denn? Ganz genau. Nee, ich muss jetzt hier nochmal Stopp machen eben. Eine Schreckschraube sagt was? Das habe ich jetzt nicht ganz. Lies mal lieber weiter.
Okay. Spielt ihr immer noch Polizei? Wir sind Detektive und wir können jeden Fall lösen, antwortet Mario und Tante Gertrude erzählt von ihrem Problem. Ich habe ja dieses Gemälde von meinem Großvater. Wie groß ist er denn gewesen? Ah, Frederik. Stopp. Das heißt einfach Großvater. Ach so, ich dachte, das wäre vielleicht ein sehr großer Vater gewesen. Das kann ja auch sein. Ja, du machst mich hier ganz... wir machen weiter. So. Wir waren hier. Tante Gertrude sagt dann, das Gemälde weint. Hast du ihm deine Witze erzählt? Hallo! Das ist ja halt auch nicht lustig. Also ein bisschen. So. Musik an. Ich habe hier dieses Gemälde von meinem Großvater. Und das Gemälde, es weint. Das klingt doch eigentlich nach einem Fall für uns beide, oder, Frederik? Jetzt ist er gerade nicht da, liebe Kinder. Dann mach ich den jetzt nach. Das klingt doch eigentlich nach einem Fall für uns beide, oder, Frederik? Ja, finde ich auch. Ich weiß, ich kann die Stimme nicht nachmachen, liebe Kinder. Ja, find... Das... Ach, da bist du wieder. Ja, ich hab mir kurz was zu trinken geholt. Ja. Schön. Wir machen weiter. Ich würde euch auch sehr gut bezahlen. 500... Eine Tüte Gummibärchen. Das schon wieder los. Frederik, stopp. Du kannst nicht immer sagen, eine Tüte Gummibärchen. Das ist sehr wenig. Wir sind ja ein richtiges Detektivbüro. Ach so. Okay, also nochmal. Ja, okay. Musik wieder an. 2 Tüten Gummibärchen. Richtig. Ja, gut. Nee, Ein paar Stunden später sind unsere beiden Detektive gerade am Haus von Tante Gertrude angekommen. Sie klopfen und klingeln, aber niemand macht auf. Was sollen wir jetzt machen, Frederik? Wie kriegen wir die Tür auf? Naja, ich hätte da schon eine Idee. Wo kommt jetzt die Musik her? Hallo? Hi! Ja! Oh, stopp! Oh, Frederik, du solltest nur so tun, als ob du die Tür eintreten würdest. Ach so, ich fand's jetzt trotzdem ganz gut. Ich mach weiter. Du hast mir einen Zahn ausgetreten. Ein wenig später macht Tante Gertrude die Tür auf. Entschuldigt bitte. Ich war gerade noch auf Toilette und habe mir die Hände gewaschen. Wenig später stehen alle in der ersten Etage. Hier hängt das Gemälde und tatsächlich... Frederik, siehst du das auch? Das Gemälde, es weint. Frederik ist nicht mehr da. Er hat sich vollständig in seinen Panzer zurückgezogen. Frederik, kommst du bitte raus? Aber Frederik kommt nicht raus. Er antwortet nur,
Willkommen bei McDonald's, Ihre Bestellung bitte. Och, das ist ja toll. Ich hätte gerne ein halbes Hähnchen und Pommes, sagt Tante Gertrude, und Mario antwortet: Tante Gertrude, ein halbes Hähnchen, das gibt's doch nicht. Ach so, na, dann nehme ich ein ganzes. Frederik, kommst du jetzt raus? Und da ist Frederik wieder. Na gut. Ich müsste einmal auf Toilette. Wo finde ich die denn? Fragt Mario, und Tante Gertrude antwortet: Ach, die ist einfach eine Etage weiter oben, genau über dem Gemälde sozusagen. Und so geht Mario nach oben, und Frederik und Tante Gertrude bleiben beim Gemälde. Och, ich muss dir ja sagen, ich hab im Rücken, als hätte einer mit einer Kettensäge da rein. Also das ist wirklich, ich werd morgens wach und denke mir, och, ich komm gar nicht hoch. Ich war schon beim Arzt gewesen, also die letzten Male bestimmt. Ach, kommt mal mit. Mal. Und er hat immer gesagt, ist euch auch so langweilig gerade? Die redet und redet. Das ist ja nicht zum Aushalten. Wir versuchen mal was. Ich glaube, wir können vorspulen. Und los. Wir spulen einfach so lange vor, bis Mario wiederkommt. Also so ungefähr bis hier. Und los. Mario kommt zurück mit gewaschenen Händen und einem weinenden Gemälde. Frederik, guck mal, das Gemälde, es weint schon wieder. Aber Frederik antwortet nur: Ja, ja, ich muss erst mal auf Toilette. Moment, jetzt muss ich noch einmal stopp. Frederik, warum muss in dieser Folge jeder auf Toilette? Na, ich glaube, das hat was mit der Geschichte zu tun. Oh, ihr habt nichts gehört, liebe Kinder. Ihr habt nichts gehört. Das hättest du mir doch immer sagen, dass ich das nicht... So, Frederik geht die Stufen zum Badezimmer nach oben, das sich genau eine Etage über dem Gemälde befindet. Komisch, wieso muss in dieser Folge jeder auf Toilette? Und warum weint das Gemälde immer, wenn wir uns die Hände gewaschen haben? Vielleicht weißt du die Antwort? Nee, warum fragst du jetzt so? Ja, Frederik, das war jetzt so die Kinder, dass die Kinder jetzt das sagen so, sollten. Ja, also, ich mach mal weiter. Einige Zeit später kommt Frederik wieder nach unten und Mario erklärt ihm seinen Verdacht. Frederik, ist es nicht komisch, dass das Gemälde immer weint, nachdem wir uns die Hände gewaschen haben? Aber jetzt gerade weint es nicht. Du hast dir doch die Hände gewaschen, oder? Natürlich, ich hab nur was vergessen. Bin gleich wieder da. Frederik dreht sich um und läuft schnell nach oben. Einige Sekunden später weint das Gemälde erneut. So, natürlich habe ich mir die Hände gewaschen, erklärt Frederik, als er wieder bei Mario und Tante Gertrude angekommen ist. Moment mal, das Bild weint gar nicht, sondern... Das Wasser kommt von oben. Das war es. Das Gemälde hat nicht geweint, sondern immer wenn sich jemand die Hände gewaschen hat, ist Wasser von oben nach unten gelaufen, direkt über das Gemälde. Es sah nur so aus, als ob das Gemälde weinen würde. Dabei war es nur das Wasser, das von oben kam. Und so mussten keine
Tränen mehr vergossen werden. Tante Gertrude rief jemanden, der den Wasserschaden noch am selben Tag behob. Können Sie uns sagen, dass da wirklich ein Wasserrohr kaputt war, und dass das Gemälde nicht wirklich geweint hat? Fragt Mario den Installateur, der antwortet: Hast du das jetzt verstanden? Ja, das war das Ende der Geschichte. Und so endet unsere Geschichte dort, wo sie angefangen hat. Im Detektivbüro Frederik, wo sich Mario und Frederik noch lange über das weinende Gemälde und darüber unterhalten, wie wichtig es ist, sich nach dem auf die Toilette gehen, die Hände zu waschen. Das ist das Ende vom heutigen Podcast, liebe Kinder. Ja, haben wir ganz gut gemacht. Ja, und wir haben gelernt, wie wichtig es ist, sich nach dem auf die Toilette gehen, die Hände zu waschen. Ja, ja, kann ich jetzt auf Toilette gehen? Ja, warum musst du denn jetzt auf Toilette, Frederik? Ja, wir haben so viel drüber geredet, ich bin gleich wieder da. Ja, dann mache ich jetzt das Ende, dann kann ich vielleicht noch ein paar Witze erzählen. Also, liebe Kinder, was ist klein, grün und dreieckig? Na, ein kleines grünes Dreieck natürlich. Ein habe ich aber noch. Das, wo kommt jetzt die Musik wieder? Hallo? Stopp! Karate!